Gut 2 Stunden ist es jetzt her, um genau 10.21 Uhr, da war es soweit, der Herbst hat begonnen. Und weil das im Umkehrschluss bedeutet, dass der Sommer vorbei ist, der Sommer 2015, zieht unsere ZDF-Wetterexpertin Katja Hornefer direkt Bilanz und kommt an den beiden großen Themen dieses Sommers natürlich nicht vorbei. Zum einen jede Menge Unwetter auf der einen Seite und natürlich zum anderen die extreme Trockenheit. Jetzt ist er da, der Regen. Endlich. Viel zu spät eigentlich. Denn der Sommer war ja extrem trocken. Vor allen Dingen in der Mitte und im Südwesten Deutschlands. So trocken wie seit 50 Jahren nicht mehr. Und in einigen Regionen begann die Dürre schon im Februar. Das Ergebnis? Trockenheitsrisse im Erdboden und verdorrte Pflanzen auf den Feldern. Kirschen vertrockneten. Gurken blieben klein. In den Gärten verschrumpelten die Stachelbeeren und auch die Sonnenblumen gerieten in Trockenheitsstress. Den gab es auch für etliche Talsperren, wie am Edersee, wo sich plötzlich wieder einst geflutete Bauwerke wie diese Brücke zeigten. Niedrigwasser auch in den Flüssen. Auch hier am Rhein bei Ingelheim sehen wir, da fehlt was, und zwar eine ganze Menge Wasser. Von dem historischen Niedrigwasser 2003 sind wir allerdings noch 40 Zentimeter entfernt. Zwar können wir die Dürre nicht direkt mit dem Klimawandel in Verbindung bringen, aber im Zuge des Klimawandels werden, davon sind alle Experten überzeugt, die Extreme zunehmen. So wird es häufiger längere Dürreperioden und häufiger Starkniederschläge geben. Bei Starkregen droht Hochwasser und um dem zu entgegnen, gibt es Hochwasserschutzmaßnahmen. Wir stehen hier am Polder von Ingelheim. Bei einem so trockenen Sommer wie 2015 haben doch wahrscheinlich die Mitarbeiter im Hochwasserschutz gar nichts zu tun. Das kann uns bestimmt beantworten Dr. Thomas Beckmann. Im Sommer haben wir natürlich sehr, sehr viel zu tun, weil das für uns die beste Zeit ist, um Hochwasserschutzanlagen zu bauen. Hochwasser ist eine Aufgabe, die man als Vorsorgeaufgabe bezeichnen muss. Wir müssen die Anlagen so in Schuss haben, wenn das Hochwasser kommt, dass sie dann vorhanden sind und funktionieren. Und wie funktioniert das jetzt genau mit den Poldern? Mit den Poldern funktioniert das so, dass eben das Hochwasser steigt an. Diese Klappen, die wir hier sehen, werden geöffnet. Das Wasser kann in den dahinterliegenden Raum einströmen und wird dort zwischengespeichert, geparkt und wird aus dem Rhein entnommen. Dadurch kann der Wasserstand im Rhein abgesenkt werden. Wie oft haben Sie denn diesen Polder schon geflutet? Seit der Inbetriebnahme 2006 wurde er zweimal geflutet, einmal 2011 und einmal 2013. Und damit wird jetzt vor allen Dingen Ingelheim entlastet? Ingelheim wird dadurch auch entlastet, aber in erster Linie wird das Mittelrheintal entlastet, weil dort keine klassischen Hochwasserschutzanlagen gebaut werden können. Deswegen möchte man das Wasser aus dem Mittelrheintal möglichst lange fernhalten, damit es eben dort zu weniger Überflutungen kommt. Am Rhein, also genauer am Oberrhein südlich von Speyer, ist das letzte größere Hochwasser bereits 16 Jahre her. Anders als an Elbe, Donau und Oder. Das kann Zufall sein, hängt aber sehr wahrscheinlich doch mit dem Klimawandel zusammen. Nicht nur die Wetterextreme werden stärker, sondern auch die Zugbahnen der Tiefs über Europa verändern sich. Das letzte große Elbhochwasser ist ja gerade mal 2 Jahre her. Im Juni 2013 erreichte der Wasserstand nicht nur in der Elbe, sondern auch in der Donau und in anderen Flüssen, vor allem im Nordosten Deutschlands, historische Höchststände. Eine Jahrhundertflut, die so ähnlich schon 2002 im Osten gewütet hatte. Dass Hochwasser diesen Ausmaßes nun vielleicht alle 10 Jahre aufzutreten scheinen, kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen können die regenbringenden Tiefs häufiger genau so ziehen, dass sie die Einzugsgebiete von Donau und Elbe betreffen. Zum anderen können die Regenmengen ganz besonders groß ausfallen. Meteorologische Forschungen haben ergeben, dass Tiefs viel häufiger als früher von Oberitalien nach Osten wandern. Das sind genau die Tiefs, die Sachsen und Bayern 2002 und 2013 die großen Überschwemmungen brachten. Der Klimawandel tut sein Übriges. Nachgewiesenermaßen höhere Temperaturen bewirken mehr Wasserdampf in der Luft und das bedeutet dann auch mehr Regen am Boden. Wenn aber mal gar kein Wasserdampf in der Luft ist, dann bedeutet das regional auch größere Dürre. Haben wir ja in dem trockenen Sommer 2015 erlebt. Und jetzt sind wir gespannt, welche Kapriole der Klimawandel als nächstes schlägt.